Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 184 am Donnerstag, den 1. Juni 2023. Es ist 22 Uhr, wir haben noch 12 Grad Außentemperatur. In Bredstedt. Ich stehe quasi in meinem Heimathafen, wenn man so will. Das ist ein kostenloser öffentlicher Stellplatz für 4 Wohnmobile bei der Schule, beim Schwimmbad. Und es gibt hier aber auch noch die Möglichkeit, auf dem Parkplatz zu stehen. Das wird geduldet nebendran. Aber ich habe tatsächlich heute meinen Stammplatz bekommen. Als ich kam hier am späten Nachmittag, habe ich mich schon sehr gewundert, dass ich den Platz bekomme, wo ich eigentlich immer stehe. Es gibt hier 3 Plätze nebeneinander und davor ist noch einer quer, also mit einem Weg dazwischen natürlich, dass die Fahrzeuge durchpassen. Und ich stehe immer auf dem Quer. Man steht dann so ein bisschen nach rechts abfallend, aber das stört mich nicht. Also ich stehe hier selten auf Keilen. Wenn ich weiß, dass ich wirklich irgendwie 3-4 Tage hier stehe, dann hole ich auch mal die Keile raus. Aber für eine Nacht wie jetzt heute Morgen werde ich wahrscheinlich wieder woanders schlafen. Ja, das ist dann so, weil ich mich morgen auch nochmal mit meiner Tochter treffe und ihrer Mutter. Und mal gucken, wo ich dann übernachte. Mal sehen. Heute stehe ich unter anderem hier, weil hier auch gutes Internet ist. Hier guten Empfang habe. Und ich habe heute Nachmittag ein Neukundengespräch gehabt wegen einer Webseite, eine Anfrage. Sehr spannendes Projekt, weil die Kunden sind deutsche Auswanderer in Norwegen. Und das ist über einen Kontakt entstanden, auch über ein anderes Langzeitreisepärchen, die ich auch mal besucht habe in Deutschland, bevor sie losgestartet sind. Die sind jetzt seit ein paar Monaten unterwegs, dauerhaft auch für mehrere Jahre. Und ja, die haben mich empfohlen. Vielen Dank an dieser Stelle, wenn ihr beiden zuhört. Ja, da geht es um ein Ferienhausprojekt in Norwegen, wo ich jetzt ein Angebot für eine Website abgeben darf. Aber das war schon ein sehr intensives und sehr interessantes Gespräch mit den beiden Besitzern. Und das hört sich ganz toll an. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann auch mit meinen Zahlen leben können, die ich dann im Angebot verteilen werde. Ja, und morgen habe ich gleich das nächste Gespräch, auch eine neue Webseite, die ist schon unter Dach und Fach. Das ist nämlich eine Neuentwicklung einer Webseite für eine bestehende Kundin. Da werden wir die ganze Webseite im Laufe des Jahres komplett überarbeiten, sodass sie dann Ende des Jahres ganz frisch an den Start geht, also einen kompletten Relaunch machen für diese Webseite. Auch inhaltlich ein bisschen. Also nicht nur das Design und die Funktionalitäten, sondern eben auch inhaltlich wird es ein bisschen anders sein. Also sehr spannende Projekte gerade und da bin ich fleißig am Arbeiten überall dran. Ja, jetzt mache ich dann mal Feierabend und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.